Sir, die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Wir sollten geeignete Maßnahmen ergreifen. Tja, es kann lästig sein, wenn man so mächtig ist. Daher haben wir entschieden, dass Nationen wie die Ihre eine Freiheitssteuer zu entrichten haben. Thank you.
Hey, Kumpel. Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Sie wissen ja, wie das ist. Genosse, der Fortschritt wartet auf niemanden. Botschafter Crane, unsere Zuhörer sind so gespannt auf Ihre nächste Antwort. Was ist Ihr Lieblingstier? Nun, Miss Flowers, als ich das erste Mal Ihre Insel besuchte, hat mich die Schönheit der Lamas überaus beeindruckt. Sie erinnern mich an meine Mutter. Oh, Lamas. Ich hasse Lamas. Sie sind schlecht erzogen und spucken. Genau wie Mama. Buenos días. Schwere Krawalle vor dem Ministerium. Ersten Berichten zufolge ist ein Kampf unter den Möchtegern-Ministern ausgebrochen. Der Anzahl an Bewerbungen nachzuurteilen, befindet sich Tropico offiziell in einem Bürgerkrieg. Ich bin überaus besorgt. Der Ruf nach Wahlen wird immer lauter. Dabei liegt es auf der Hand, dass Sie uns regieren sollten. Wahlen? Als würde man einen Hund fragen, ob er seinen Besitzer liebt. Genosse, der Fortschritt wartet auf niemanden. Thank you.
Präsidente, mögen Ihre Kamele gesund und Ihre Zukunft kinderreich sein. Ich möchte handeln. Dem Himmel sei Dank, Präsidente. Ich dachte schon, der Killer habe Sie erwischt. Nach dem Attentatsversuch auf unseren Regenten hat der Täter sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Ausländische Kräfte hätten ihn oder sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Er oder sie hat die Insel freiwillig verlassen und jedwede Spur seiner oder ihrer Existenz verwischt. Unnötig zu erwähnen, dass der Plan scheitern musste, denn El Presidente ist unbesiegbar. Auf Tropico steigt ständig. Wir sollten geeignete Maßnahmen ergreifen. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Mein Freund, ich weiß, ich habe Ihnen mein zweitbestes Kamel versprochen, aber es ist ums Leben gekommen. Sie bekommen etwas anderes.